Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Medizin für jedermann. Alzheimer, die Geißel des Alters, bald behandelbar, ja oder nein? Gibt es dazu neue Erkenntnisse? Was ist überhaupt Alzheimer? Ich habe heute bei uns zu Gast im Studio Frau Professor Sauer von der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum hier in Leipzig. Sie ist stellvertretende Direktorin. Professorin seit vielen Jahren, beschäftigt sich mit diesem Thema und ich bin sehr gespannt, was sie uns dazu erzählen kann. Liebe Frau Sauer, bitteschön. Ja, Herr Roth, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung. Meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vortragsreihe Medizin für jedermann. Gestern war Welt-Alzheimer-Tag. Es ist also kein Zufall, dass wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, ganz viele von Ihnen haben in irgendeiner Form schon mal Kontakt mit der Erkrankung gehabt. Sei es, dass vielleicht Angehörige, Freunde oder Bekannte an Alzheimer erkrankt sind. Sei es, dass sie vielleicht selbst betroffen sind oder vielleicht sind sie einfach auch nur in Sorge, an Alzheimer zu erkranken. Und meinen Vortrag möchte ich Ihnen deshalb medizinisches Hintergrundwissen geben zu der Erkrankung und dann darauf aufbauend auch mit Ihnen besprechen, was man gegen die Erkrankung tun kann. Und da kann ich Ihnen versprechen, dass es in den letzten Jahren in der Alzheimer-Forschung eine ganze Reihe interessanter und wichtiger Entwicklungen gegeben hat. Ja, ich werde oft gefragt, Demenz und Alzheimer, ist das eigentlich das Gleiche? Nein, die Alzheimer-Erkrankung ist einfach nur eine Ursache einer Demenz und zwar die häufigste, mit Abstand die häufigste. Aber es gibt weitere Erkrankungen, so zum Beispiel die Demenz mit Lewy-Körperchen oder die Gruppe der frontotemporalen Demenzen. Ganz wichtig noch die vaskuläre Demenz, die häufig auch gemeinsam vorkommt mit der Alzheimer-Demenz. Und es gibt eine Reihe von anderen Ursachen. Dazu zählen zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen oder auch Infektionen des zentralen Nervensystems. Die Alzheimer-Demenz ist also eine Ursache einer Demenz, aber eben die häufigste. Und die Demenz ist dann eben das klinische Syndrom, was wir bei den Patienten beobachten. Und das ist eben unabhängig von der zugrunde liegenden Erkrankung. Wir sprechen von einer Demenz dann, wenn wir eben eine Abnahme des Gedächtnisses beobachten, die schleichend über mindestens 6 Monate verläuft und einhergeht mit einer Störung mindestens einer weiteren höheren Hirnleistung, wie zum Beispiel der Sprache oder der Orientierung. Und diese Störung ist so ausgeprägt, dass sie eben zu einer Beeinträchtigung des täglichen Lebens führt. Eine Vorstufe der Demenz ist die leichte kognitive Störung. Hier bemerkt der Patient auch subjektiv Gedächtnisstörungen. Die kann man auch in Tests bestätigen, aber die sind so leicht ausgeprägt, dass sie eben noch zu keiner Beeinträchtigung des täglichen Lebens geführt haben. Ja, und diese Zahlen sollen ein bisschen verdeutlichen, die immense Bedeutung eben der Alzheimer-Demenz für unsere Gesellschaft. Sie sehen hier 1910 war es noch eine richtige Bevölkerungspyramide und dann etwa 100 Jahre später sehen wir weniger junge Menschen, mehr alte Menschen. Also Fakt 1 ist, wir werden immer älter. Und Fakt 2 ist, das Risiko für Alzheimer steigt im Alter. Also wenn man sich anguckt, die Gruppe der 65- bis 69-Jährigen, da ist das Risiko an Alzheimer zu erkranken unter 2%. Und wenn man sich dann die Gruppe der höher betagten 85- bis 89-Jährigen anguckt, da steigt das Risiko bis hin zu 8% an Alzheimer zu erkranken. Und diese beiden Fakten zusammengenommen, die führen dann eben dazu, es gibt immer mehr alte Menschen mit Alzheimer. Und schauen wir uns hier auch nochmal an, die Gruppe der 80- bis 84-Jährigen, da ist in der Bevölkerung etwa 15% der Menschen haben da Alzheimer. Und wenn man sich eine Gruppe von Krankenhauspatienten anguckt, sind es fast ein Viertel leiden da an Alzheimer. Ja, und diese Prognose sagt für das Jahr 2050 vorher, dass dann wir erwarten müssen, dass etwa 100 Millionen Menschen weltweit
an Alzheimer erkrankt sind. Also das demonstriert nochmal, dass es sich hier um eine wirklich globale Herausforderung handelt. Ja, und ich möchte Ihnen das Wesen der Alzheimer-Erkrankung an diesem Fallbeispiel ein bisschen näher bringen. Das ist der 74 Jahre alte Herr A., der seit 6 Monaten an einer zunehmenden Gedächtnisstörung litt. Das wurde vor allem von der Ehefrau berichtet. Sie erzählte auch, er laufe an der Wohnung vorbei, er verlege häufig Gegenstände, sei auch häufig ratlos. Wir machen dann immer so einen kleinen neuropsychologischen Test. Das ist der Mini-Mental-Status-Test. Da kann man 30 Punkte erreichen. Er hat 18 Punkte erreicht. Und ich exploriere ihn hier in diesem Video. Und am Schluss frage ich ihn auch nach der Uhrzeit. Also es war, als wir das Video gemacht haben, 5 vor 6. Und jetzt schauen wir uns mal in das Video rein. Thank you that you allowed us to film this short video. Please tell me why you were admitted to our department. Well, I am here because my wife has told me that I forget too many things. Did you notice that yourself too? Well, I have to answer your question with great care. I first thought my wife was overstating this problem, but then I did see she is right. Tell me, please, how did this become apparent at home? Well, at home, I think I did not really feel any external influence. The most curious thing about this story was when I was seen by the emergency doctor. I had very funny feelings up there at my head, very funny. I also explained that on admission. Do you sometimes misplace things at home? No, no. My things are still always in perfect order at home. Do you have to search for things at home occasionally? Does anything like this ever happen? Well, yes, sure. But this also happened 10 years ago that I had put things at the wrong place. No, no, this has nothing to do with my present problem, no. Did it happen that you didn't find your way back home when you were shopping, kind of getting lost? No, no, I cannot recall that I've ever lost my way. Mr. X, would you just tell me the difference between a ladder and a set of stairs? The multiple things. I can climb up a ladder, yes, and stairs, I climb up and then I go down. Ja, also wir haben erlebt einen älteren, sehr freundlich zugewandten Herrn, der mir prompt Antwort gibt. Dabei aber natürlich Fehler macht, auch die einfachen Fragen, Unterschiede zwischen Leiter, Treppe nicht gut erklären kann. Und was besonders auffällt, jetzt gesetzt, die Angaben der Ehefrau sind korrekt, dass er eigentlich kein Bewusstsein für seine Störung hat. Das ist etwas, was wir so häufig bei Alzheimer-Patienten beobachten. Ja, aufgrund dieses klinischen Bildes haben wir dann den Verdacht auf eine Alzheimer-Demenz gestellt. Das Leitsymptom der Alzheimer-Demenz ist die Störung des Langzeitgedächtnisses, also das langfristige Abspeichern neuer Informationen. Da gehe ich nachher noch mal etwas ausführlicher drauf ein. Damit eng verbunden die Orientierungsstörung. Ist natürlich klar, wenn ich morgens von Grimma nach Leipzig fahre und das vergesse, dann bin ich räumlich desorientiert. Dann sehr häufig eine visuell-räumliche Störung. Wir untersuchen diese visuell-räumliche Störung gern mit diesem Uhrentest. Da bekommen die Patienten ein Blatt Papier vorgelegt mit einem Kreis und sollen die Ziffern eintragen und dann auch eine Uhrzeit mit großen und kleinen Zeiger. Und hier sehen Sie an dem Beispiel, dass das nicht gut geglückt ist. Also hier liegt eine visuell-räumliche Störung vor. Häufig auch eine Benennstörung, also dass die Begrifflichkeiten nicht stimmen. Ja, die Antriebsstörung ist etwas auch, wo Angehörige oft sehr drunter leiden. Alzheimer-Patienten sind an sich körperlich oft noch sehr rüstig, aber beteiligen sich eben wenig dann am Alltag. Und da heißt es oft, ja, du könntest doch auch mal den Rasen mähen oder mal den Geschirrspüler ausräumen, aber von selbst kommt da eben nicht viel. Ja, und das, denke ich, ist im Video gut rausgekommen, dieses fehlende Störungsbewusstsein. Also Alzheimer-Patienten, gerade so auch im frühen und mittleren Verlauf,
verhalten sich immer gerne, als hätten sie keine Erkrankung, und man spricht hier auch von der gut erhaltenen Fassade. Und dann im weiteren Verlauf, auch für Angehörige sehr belastend, ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, Patienten sich nachts anziehen, die Wohnung verlassen im schlimmsten Fall. Und an Frühsymptomen sicher auch als Reaktion auf die nachlassenden geistigen Fähigkeiten, dann kann eine Depression beobachtet werden, sozialer Rückzug. Kurz erwähnt, dass Sie es auch mal gehört haben, es gibt auch atypische Verläufe, wo eben dieses Störungsprofil ein bisschen anders ausgeprägt ist. Hier vor allem die sprachliche Variante, wo vor allem eine Sprachverarmung vorliegt, und die visuelle Variante, wo eben das Sehen und Erkennen gestört sind. Ja, Alois Alzheimer gab der Erkrankung ihren Namen. Als Arzt in Frankfurt traf er 1901 Auguste Deter. Sie war damals 51 Jahre alt, und diese kleine Konversation mit ihm hat er festgehalten. Das ist hier ein Auszug daraus. Also er fragte sie, wie heißen Sie? Sie sagt Auguste. Familienname? Auguste. Wie heißt Ihr Mann? Auguste Deter zögert, antwortet schließlich, ich glaube Auguste. Ihr Mann? Ach so. Und wie alt sind Sie? 51. Wo wohnen Sie? Ach, Sie waren doch schon bei uns. Und was ich ganz interessant war, Ihr Satz dann beim Schreiben, sagte sie wiederholt, ich habe mich sozusagen verloren. Also das finde ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung dieser Erkrankung aus dem Mund eines Patienten. Und damals war man eigentlich so ein bisschen der Auffassung, die Demenz nannte man noch den Altersblödsinn, dass dieser Altersblödsinn Folge eines schlechten Lebenswandels sei. Aber Auguste Deter war jetzt weder besonders alt, noch war bekannt, dass sie einen schlechten Lebenswandel hatte. Und deshalb war Alzheimer der Auffassung, es muss eigentlich eine biologische Grundlage der Erkrankung geben. Und als sie dann verstarb, hat er ihr Gehirn untersucht und dann die Ergebnisse vorgetragen und auch publiziert in einem Aufsatz über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Und was er dann sah, als er das Gehirn untersucht hat von Auguste Deter, könnte in etwa so ausgesehen haben. Also schon mit bloßem Auge war im Vergleich zu einem gesunden Gehirn zu erkennen, dass eben zwischen den Hirnwindungen sehr viel Platz ist. Also Sie sehen, beim gesunden Gehirn sind die Hirnwindungen sehr eng beieinander, nicht aber bei einem Patientengehirn, das an Alzheimer erkrankt ist. Und so ist das makroskopische erste Merkmal der Alzheimer-Erkrankung eben die Hirnatrophie. Und diese Hirnatrophie kann man auch sehr schön im MRT untersuchen. Sie sehen hier das MRT eines Patienten mit Alzheimer-Demenz in mehreren Schichten dargestellt. Und auch da sehen Sie wieder zwischen den Hirnwindungen reichlich Platz. Diese Untersuchung wird hier am UKL, am Institut für Neuroradiologie, durchgeführt und auch ausgewertet. Und was da besonders interessant ist, ist die Struktur des Hippocampus. Der ist im Schläfenlappen, der Tiefe des Schläfenlappens auf beiden Seiten lokalisiert. Und dieser Hippocampus, das ist unser Gedächtnisspeicher. Auf diesen Gedächtnisspeicher möchte ich jetzt noch mal genauer eingehen. Und Ihnen mal kurz erzählen, wie wir die Leistungsfähigkeit des Hippocampus so im klinischen Alltag in der Bedside-Untersuchung untersuchen. Da gibt es eine kleine Untersuchungssequenz, die sieht so aus. Also ich bitte die Patienten, merken Sie sich drei Begriffe, zum Beispiel Auto, Blume, die Farbe Rot. Dann kommt die Zahlenspanne vorwärts und rückwärts. Da soll der Patient dann eben eine immer länger werdende Zahl direkt wiederholen. Also ich fange einfach an wie 140 und ende dann bei 175139 oder je nachdem, wie weit der Patient kommt. Und das Gleiche dann auch rückwärts. Und dann kommt die entscheidende Frage. Ich frage wieder nach den drei Begriffen. Und die können eben nur wiedergegeben werden, wenn der Hippocampus wirklich diese drei Begriffe auch enkodiert hat. Sonst gelingt diese Aufgabe eben nicht. So testen wir mit diesem verzögerten Abruf also das hippocampale Gedächtnis. Und das hippocampale Gedächtnis, das Langzeitgedächtnis, und eine Störung des Langzeitgedächtnisses, das Leitsymptom der Alzheimer-Erkrankung. Ja, und diese Störung dieses Langzeitgedächtnisses bei Alzheimer hat eine besondere
Charakteristika, und zwar dieser Gradient, nämlich dass eben alte Gedächtnisinhalte, zum Beispiel aus der Kindheit, die können oft noch sehr farbig wiedergegeben werden, wohingegen dann so neue Inhalte, kürzlich passiert es, dann eben verblasst und einfach weg ist. Ja, Alois Alzheimer hat das Gehirn noch genauer untersucht. Er hat auch histologische Schnitte angefertigt und dann unter dem Mikroskop sich das Gehirn von Auguste Deta angeschaut. Und er hat zwei Dinge gefunden. Das eine waren die sogenannten senilen Plaques und das andere waren die in den Nervenzellen lokalisierten Neurofibrillenbündel. Und es ist bemerkenswert, dass diese beiden Merkmale bis heute die histopathologischen Merkmale sind, die die Alzheimer-Erkrankung charakterisieren. Also zum einen die Amyloid-Plaques, die liegen zwischen den Nervenzellen, extrazellulär, bestehen aus Amyloid-Beta, aus 42 Aminosäuren. Und dazu muss man wissen, das Amyloid ist sonst auch im Gehirn gesunder anzufinden. Es entsteht immer, wenn Nervenzellen aktiv sind, aber nicht eben diese Form, dieses Amyloid-Beta-42. Das ist eine krankhafte Form des Amyloids. Und das zweite Merkmal, diese Tau-Fibrillen, die liegen in den Nervenzellen, diese Tau-Fibrillen, und die bestehen aus phosphorylierten Tau. Und auch dieses Tau ist eigentlich immer in Nervenzellen anzufinden, aber nämlich eben nicht in der phosphorylierten Form. Dieser Form ist es schlecht löslich, fällt aus und macht die Nervenzellen kaputt. Also das mikroskopische Merkmal der Alzheimer-Erkrankung ist die Ablagerung krankhafter Eiweiße. Wir sprechen ja von krankhaften Proteinen. Und der vornehme Ausdruck hierfür ist eine Proteinopathie. Also man kann es jetzt ein bisschen drastisch umgangssprachlich auch als Eiweißschrott bezeichnen. Also im Grunde genommen vermüllt das Gehirn, je älter es wird und besonders eben, wenn es an Alzheimer erkrankt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber soll Ihnen ein bisschen helfen, eine Vorstellung von der Erkrankung zu entwickeln. Ja, was gut etabliert ist, ist, dass eben der manifesten Demenz ein sehr langes präklinisches Stadium vorausgeht. Das fängt an, hier mit der roten Kurve dargestellt, mit der Ablagerung dieser Amyloid-Plaques aus diesem Amyloid-Beta-42, dann gefolgt, hier dargestellt in der blauen Kurve, von diesen Tau-Fibrillen in den Nervenzellen. Und dann sehen Sie in der grünen Kurve, die Konsequenz des Ganzen ist, dass der Hirnstoffwechsel langsam schlechter wird. Und dann in weiterer Folge eben tritt eine Hirnatrophie auf. Und dann so langsam bemerkt der Patient erste kognitive Defizite, die dann in dieser dunkelgrünen Kurve dann übergehen in die manifeste Demenz. Also bevor die Demenz wirklich klinisch sichtbar wird, sind viele Jahre vorher schon eben, in denen die Krankheit eben sich entwickelt hat. Und diesen Patienten, den ich Ihnen eingangs vorgestellt habe, den muss man irgendwie hier auf dieser grünen Trajektorie verorten. Ja, Ziel jeder modernen Alzheimer-Diagnostik ist es, das Amyloid und das Tau möglichst frühzeitig im Krankheitsverlauf nachzuweisen. Und eine ganz elegante Methode ist da das PET. Bei der PET-Positronen-Emissionstomographie wird dem Patienten radioaktive Substanz injiziert und im Fall des Amyloid-PETs bindet diese Substanz dann ganz spezifisch an das Amyloid im Gehirn, wenn es denn vorhanden ist, und die Strahlung wird dann von einer PET-Kamera aufgenommen. Hier sehen Sie ein Amyloid-PET von einem gesunden Probanden. Das ist tadellos, da gibt es keine Amyloid-Ablagerung. Und dann hier Patient mit einer leichten kognitiven Störung, erhebliche Amyloid-Ablagerung im ganzen Gehirn, diffus verteilt. Und dieses Bild ist eben noch deutlicher ausgeprägt, eben bei Patienten dann mit einer Alzheimer-Demenz. Also, diese PET ermöglicht den Nachweis des Beta-Amyloids schon im frühen Krankheitsverlauf. Hier am UKL führt diese Untersuchung sehr kompetent die Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin durch. Ja, man kann auch
das Tau im PET nachweisen. Das ist eine jüngere Methode, die ist nicht so verbreitet, noch nicht so gut etabliert. Auch hier sehen Sie für gesunde Probanden eben quasi keine Tauablagerungen und dann Patienten mit einer leichten kognitiven Störung erhebliche Tauablagerungen und dann besonders ausgeprägt eben bei Patienten mit einer Alzheimer-Demenz. Also man kann auch im PET Tauproteinablagerungen nachweisen. Auch das, diese Methode ist hier etabliert in der Nuklearmedizin, ist jetzt schon schnell dahergesagt, das ist wirklich nicht an vielen Standorten vorhanden, dass ein Tau-PET bei Patienten durchgeführt werden kann. Ja, alternativ oder zusätzlich kann man die Alzheimer-Krankheit auch im Liquor nachweisen. Hierzu ist dann eine Liquor-Punktion erforderlich, die ist immer ein bisschen gefürchtet von den Patienten, ist aber eigentlich eine harmlose Untersuchung. Hierbei wird so eine feine Hohlnadel zwischen den Wirbelkörpern in den Wirbelkanal eingefügt und dabei der Liquor gewonnen. Und im Liquor kann man einen ganz typischen Befund erheben bei der Alzheimer-Erkrankung, nämlich man findet dort ein erniedrigtes Beta-Amyloid, das zeigt den gestörten Abtransport des Amyloids über den Liquor an. Und auf der anderen Seite ein erhöhtes, eben phosphoryliertes Tauprotein, was den Untergang der Nervenzellen anzeigt. Also die Liquor-Diagnostik ermöglicht ebenfalls den Nachweis einer Alzheimer-Pathologie und ist so insgesamt sicher die am verbreitetsten Methode, die Alzheimer-Erkrankung nachzuweisen, ist auch an kleineren Zentren gut durchführbar. Ja, hier wird der Liquor analysiert im Institut für Labormedizin. So muss man wissen, die Ergebnisse sind nicht gleich da. Das braucht dann immer so ein paar Tage, manchmal auch wenige Wochen, bis wir da die Ergebnisse haben. Sie fragen sich vielleicht, geht es nicht vielleicht noch einfacher? Kann man die Alzheimer-Erkrankung nicht vielleicht auch im Blut nachweisen? Und da gibt es tatsächlich ganz neue Entwicklungen. Alzheimer-Bluttests sind tatsächlich in der Erprobung. Und sehr gut und hochrangig publizierte Studien konnten eben da ganz vielversprechende Ergebnisse zeigen, nämlich, dass auch dieses erniedrigte Beta-Amyloid auch im Blut nachweisbar ist und auch sogar das erhöhte Phosphotau, also eine bestimmte Isoform dieses Phosphotaus, kann man also auch im Blut detektieren. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber das ist analytisch sehr, sehr anspruchsvoll, weil diese Veränderungen, die im Liquor noch recht deutlich ausgeprägt sind, sind im peripheren Blut nur sehr in Spuren nachweisbar und da braucht man sehr, sehr sensitive analytische Methoden. Aber Bluttests, davon gehen wir aus, können wahrscheinlich in naher Zukunft dann ein breites Screening auf Alzheimer ermöglichen. Und die Idee wäre, wenn ein Patient auffällig ist in so einem Bluttest, dass man dann die aufwendigeren Untersuchungen dann anschließt, wie eben die Liquoruntersuchung oder die PET-Untersuchung. Kurz noch Bemerkungen zum genetischen Alzheimer. Ich möchte das mit einem Fallbeispiel illustrieren. Herr B. war ein 31-jähriger Patient, der bemerkte an sich Gedächtnisstörungen seit etwa einem Jahr. Also er müsste sich viel notieren. Das ist jetzt schon ungewöhnlich im Alter von 31 Jahren. Bemerkte dann im Verlauf zusätzlich auch Probleme beim Sprechen, merkte eine Steifigkeit beim Gehen und hatte dann im Befund, also ein undeutliches Sprechen, wir sagen als Neurologen da Dysarthrie zu. Und er hatte auch eine Spastik der Beine und hat auch diesen kleinen Test gemacht, diesen Mini-Mental-Status-Test, da 25 von 30 Punkten erreicht. Und auffällig war, dass er diesen verzögerten Abruf also gar nicht hinbekommen hat. Hier also keinen dieser Begriffe erinnerte. Wir haben dann Diagnostik bei ihm gemacht, wie Sie jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben. Also zum einen ein MRT, das zeigt einen Normalbefund. Also Sie sehen hier die Hirnwindung. Da ist kein Platz zwischen den Hirnwindungen, keine Hirnatrophie. Aber dann eben im Amyloid und Tau-PET eindeutig Nachweis von Amyloid-Ablagerungen und Tau-Ablagerungen. Haben dann auch noch die Liquor-Untersuchung gemacht und auch dort eine Alzheimer-Pathologie festgestellt. Ja, da der Patient so jung war, haben wir dann eine genetische Untersuchung gemacht und konnten eine
Mutation im sogenannten Presenilin-1-Gen detektieren. Das ist das häufigste Gen, was eine familiäre Alzheimer-Erkrankung verursacht. Und so war dann auch die Diagnose. Wir haben bei diesem Patienten mit 31 Jahren eine familiäre Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert. Und weil man ja jedes Gen zweimal hat, ist bei ihm das Vererbungsrisiko für seine Kinder bei 50% anzusiedeln. Die erbliche Alzheimer-Demenz ist aber insgesamt sehr, sehr selten. Weniger als 3% der Fälle sind solche erblichen Konstellationen. Typisch ist für diese erbliche Alzheimer-Demenz eben der frühe Beginn und das Vorliegen zusätzlicher neurologischer Symptome, wie wir es jetzt auch in dem Fallbeispiel erlebt haben. Bei jungen Patienten ist daher eine genetische Testung auf jeden Fall sinnvoll. Und davon zu trennen sind Risikogene. Das bekannteste hier ist das ApoE. Bestimmt Konstellationen kann da das Risiko an Alzheimer zu erkranken bis zu 10-fach erhöht sein. Es sind viele andere Risikogene bekannt, aber eine genetische Testung auf solche Risikogene ist nicht sinnvoll, wird auch von den Kassen nicht bezahlt, weil einfach die Aussagekraft für den einzelnen Patienten sehr gering ist. Ja, ich möchte die Diagnostik der Alzheimer-Erkrankung nochmal mit diesen Diagnosekriterien zusammenfassen. Also wir sprechen von der klinischen Diagnose einer Alzheimer-Demenz, wenn wir bei dem Patienten beobachten, dass eine Gedächtnisstörung sich über 6 Monate schleichend entwickelt hat und wir eine Alzheimer-Pathologie nachweisen konnten, entweder im Liquor oder im Amyloid-PET oder in seltenen Fällen auch mal über die Genetik. Und auf der anderen Seite sprechen wir von einer biomarkerbasierten Diagnose der Alzheimer-Krankheit, wenn wir einfach den Nachweis erbringen konnten, dass das Amyloid und das Tau vorliegen. Die Neurodegeneration in Form dieser Hirnatrophie ist nicht zwingend erforderlich. Der Vorteil dieser biomarkerbasierten Diagnose ist einfach, dass noch keine manifeste Demenz vorliegen muss, um die Diagnose zu stellen. Wie sind wir jetzt bei unserem Patienten vorgegangen? Herrn A., also auch ihn, haben wir natürlich neuropsychologisch gut getestet. Er hatte dann vor allem eine Gedächtnisstörung, eine Orientierungsstörung, auch eine visuell-räumliche Störung, die sich ja schon in dem Video abgezeichnet hat. Dann haben wir eine Liquoruntersuchung bei ihm gemacht, typische Konstellationen gefunden. Das Amyloid war niedrig, das Phosphotau war deutlich erhöht, hat auch ein MRT bekommen. Und da sehen Sie jetzt auch bei ihm also eine deutliche Hirnatrophie, also zwischen den Hirnwindungen reichlich Platz. Auch der Hippocampus ist mit betroffen. Also bei ihm dann die Diagnose einer Alzheimer-Erkrankung mit eben einer klinisch manifesten Demenz. Ja, wenn die Diagnose dann mal gestellt ist, was können wir dann tun? Und in der Medizin unterscheiden wir da grundsätzlich zum einen die verlaufsmodifizierenden Therapien. Hier ist das Ziel, die Erkrankung wirklich kausal zu beeinflussen, im besten Fall die Krankheit zu heilen. Und demgegenüber steht die symptomatische Therapie, die die Linderung von Symptomen zum Ziel hat. Im Fall jetzt der Alzheimer-Erkrankung wäre ein gutes Konzept einer verlaufsmodifizierenden Therapie, die Neubildung von Beta-Amyloid und Phosphotau zu hemmen oder schon vorhandenes Beta-Amyloid und Phosphotau abräumen zu können. Auf der anderen Seite wurden Medikamente entwickelt, die einfach nur die Symptome bessern, also wie zum Beispiel die Vergesslichkeit oder die Depression. Und ganz wichtig sind aber auch nicht medikamentöse Maßnahmen, wie zum Beispiel ganz wichtig hier Hirntraining. Ich möchte mit diesen die ja veranschaulichen, wie groß die Anstrengungen im Kampf gegen die Demenz in den letzten Jahren waren. Also allein 96 Wirkstoffe wurden zu verlaufsmodifizierenden Therapien erprobt. Allein da 38 zur Amyloid-Pathologie, 17 zur Tau-Pathologie. Das ist eine Riesenanstrengung, die Milliarden von Euros und Dollars geflossen sind. Und so ein paar prominente Entwicklungen möchte ich kurz mal mit Ihnen durchgehen. Ein Konzept ist eben die Hemmung der Neubildung von Beta-Amyloid und Phosphotau
zu verhindern. Und da war ein prominenter Ansatz, ein Enzym, die sogenannte Beta-Sekretase, zu hemmen. Das waren die sogenannten BACE-Inhibitoren. Und die schlechte Nachricht ist, die waren so schlecht verträglich, dass eigentlich diese Idee aufgegeben wurde. Momentan im Vordergrund steht eher eine Modulation der Alpha- und Gamma-Sekretase. Und dann, was die Tau-Pathologie angeht, da setzt man vor allem auf eine Hemmung der Phosphorylierung und eine Hemmung der Aggregation, also dieser pathologischen Verklumpung dieses Tau-Proteins. Ein anderer sehr interessanter Ansatz ist die aktive Immunisierung, also im Grunde eine Impfung. Das kennen wir jetzt ja von der Covid-Pandemie sehr gut, diesen Ansatz. In diesem Fall stellt man synthetisches Beta-Amyloid oder synthetisches Tau her. Und die Idee ist dann, dass das Immunsystem Antikörper gegen diese, gegen Beta-Amyloid und Tau bildet. Am weitesten entwickelt ist der Ansatz der passiven Immunisierung, dass man also direkt die Antikörper appliziert. Da wurden sowohl für das Beta-Amyloid als auch das Phosphotau eine ganze Reihe von Antikörpern entwickelt und auch erprobt. Ich werde nachher nochmal genauer auf das Aducanumab eingehen. Und dann gibt es eine Reihe anderer Ansätze, vor allem auch eine Hemmung der Neuroinflammation, also Entzündungsvorgänge, die gehemmt werden, oder dass man einfach Nervenzellen auch schützt, dann spricht man hier von Neuroprotektion. Aber keine dieser verlaufsmodifizierenden Therapien konnte bisher in einer großen Studie wirklich einen Wirkungsnachweis erbringen. Das heißt, die Krankheit verlangsamen oder tatsächlich ganz zu stoppen. Das ist bisher nicht geglückt. Und umso erstaunlicher war dann, als im Juni diese Nachrichten überall in der Presse zu lesen waren. Ich habe jetzt mal hier beispielhaft auf dem Spiegel rausgeholt. Hier US-Behörde erteilt neuem Alzheimer-Medikament Zulassung. Zum ersten Mal hat die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA ein Medikament zugelassen, das einer Ursache von Alzheimer entgegenwirken soll. Doch es ist hoch umstritten und das ist genau der Punkt. Es geht hier um das Aducanumab. Also das Aducanumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper gegen das Beta-Amyloid. Und die Idee ist eben, dass wenn man den Patienten diesen Antikörper verabreicht, dass er dann im Gehirn an das Beta-Amyloid bindet und damit das Immunsystem anregt, gerade zum Beispiel so Zellen wie Makrophagen, dieses Amyloid abzuräumen. Und im Jahr 2016 kamen erste Ergebnisse zu diesem Aducanumab raus in einer Phase-1-Studie, der sogenannten PRIME-Studie, vergleichsweise kleine Kohorte von Alzheimer-Patienten im Frühstadium wurden da mit Aducanumab behandelt und die Ergebnisse haben für große Aufregung in der Alzheimer-Forschung gesorgt und die zwei Hauptergebnisse möchte ich Ihnen hier vorstellen. Also der eine Punkt war, Aducanumab reduziert tatsächlich das Beta-Amyloid im Gehirn und das sehen Sie hier an diesen Amyloid-PET-Beispielen. Dass eben, wenn man den Patienten so eine Aducanumab-Infusion einmal im Monat über ein Jahr verabreicht hat, dass eben die Amyloid-Ablagerungen weniger werden. Am deutlichsten sehen Sie rechts das in diesen beiden Amyloid-PET-Bildern. Also vorher, diese roten Farben zeigen, da ist noch sehr viel Amyloid im Gehirn. Und dann nach einem Jahr Behandlung dominieren die blauen, gelben und grünen Farben. Das zeigt, dass eben das Beta-Amyloid aus dem Gehirn tatsächlich eliminiert werden konnte. Das war das eine Hauptergebnis. Das andere Hauptergebnis war noch interessanter, nämlich, dass diese Reduktion von dem Beta-Amyloid dazu tatsächlich geführt hat, dass die Patienten einen stabileren Krankheitsverlauf gezeigt haben. Sie sehen das oben in der blauen Kurve. Patienten, die Aducanumab bekommen haben, haben sich über dieses Jahr Behandlung nicht verschlechtert, wohingegen Patienten, die Placebo bekommen haben, also nicht den Wirkstoff, die sind schlechter geworden in diesem Mini-Mental-Status-Test über dieses eine Jahr. Ja, nach
dieser Veröffentlichung dieser Daten war man sich irgendwie fast sicher in der Alzheimer-Forschung, es wird eine Zeit vor und nach Aducanumab geben. Aber die große Ernüchterung kam dann, als die Ergebnisse zweier großer Phase-3-Studien veröffentlicht wurden, der Emerge- und der Engage-Studie, in der genau dieser Effekt, nämlich der klinische Nutzen, nicht repliziert werden konnte. Auch dort gelang es sehr gut, das Beta-Amyloid aus dem Gehirn zu entfernen, aber die Patienten hatten keinen Benefit davon. Die Krankheit ist trotzdem vorangeschritten. Und trotzdem hat die FDA dieses Jahr entschieden, das Medikament zuzulassen in den USA. Und es wird erwartet, dass dieses Medikament dann auch in der EU Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres zugelassen wird. Nun, wenn Aducanumab jetzt tatsächlich auch in Europa zur Verfügung steht, ist die große Frage, wer kommt für diese Behandlung in Frage? Und natürlich idealerweise wären das Patienten, die noch überhaupt keine Demenz entwickelt haben, die kognitiv noch unauffällig sind. Also wenn man sie in diesem präklinischen Stadium behandeln könnte oder wenigstens in dieser Phase, wo sie nur eine leichte kognitive Störung haben. Also die Zielgruppe am besten Patienten im Frühverlauf der Alzheimer-Erkrankung. Vision wäre hier tatsächlich, dass man Prävention betreiben kann, also Patienten, bevor sie erkranken, mit diesem Antikörper zu behandeln. Was sind nun die Risiken einer solchen Therapie mit Aducanumab? Ja, ich hatte es schon erklärt, der Antikörper bindet ja an das Beta-Amyloid und induziert dann eine Abräumreaktion im Gehirn und die kann man dann auch durchaus in manchen Fällen im MRT sehen. Man spricht da von sogenannten Amyloid-assoziierten MRT-Veränderungen, ARIA genannt. Im Grunde ist das eine Gehirnentzündung, was man da sieht. Die tritt in etwa 10-40% auf. Das sind jetzt die Zahlen dieser beiden großen Studien. Und tatsächlich auch in etwa 8% der Fälle muss die Therapie dann abgebrochen werden. Aber in der Regel reicht, wenn ARIA auftritt, ein Pausieren der Therapie und diese Veränderungen sind dann in der Regel rückläufig. Diese Art von Gehirnentzündung ist dann auch wirklich die häufigste Nebenwirkung einer solchen Antikörpertherapie. Ansonsten ist das Medikament recht gut verträglich. Ja, nochmal kurz die wichtigsten Informationen zu Aducanumab. Es wird Aduhelm heißen. Der Effekt auf die Amyloidreduktion im Gehirn konnte jetzt in mehreren Studien gut gesichert werden, aber der klinische Nutzen für die Patienten ist unsicher. Die Zulassung für Europa erwarten wir Ende dieses Jahres. Die Zulassungskriterien, also wer es wirklich bekommen soll und darf, die sind noch unbekannt. Wir erwarten aber, dass es Patienten sein werden im Frühstadium der Alzheimer-Demenz und bei denen tatsächlich auch die Alzheimer-Erkrankung im Liquor oder im PET nachgewiesen ist. Die Behandlung wird eine monatliche Infusionstherapie sein. Patienten müssen dann regelmäßig auch zu Kontrollen kommen. Und ich denke, ein realistisches Behandlungsziel wäre, dass man das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen kann. Sehr teuer. Es wird so auf etwa, die Kosten werden auf etwa 50.000 Euro pro Patient im Jahr geschätzt. Was bleibt uns bis dahin? Die symptomatische Therapie. Einmal vor allem natürlich der kognitiven Defizite. Da sollte eine antidementive Therapie eingeleitet werden. Da gibt es Substanzen, die sogenannten Acetylcholin-Esterase-Hämmer. Die haben einen gesicherten Effekt auf die Kognition, aber der ist sehr klein. Und natürlich weitere Defizite müssen im Arztgespräch gut eruiert werden und dann auch behandelt werden. Also zum Beispiel eine Depression oder eine Antriebsstörung, Schlafstörung, Verhaltensstörung. Da muss man dann eine symptomorientierte medikamentöse Therapie mit dem behandelnden Arzt einleiten. Ganz wichtig sind aber nicht medikamentöse Maßnahmen. Also Trainieren von Hirnleistung, das ist überhaupt eine wichtige Botschaft, dass man die Patienten weiter einbezieht in den Alltag, dass sie
einbezogen bleiben in das, was in den Familien passiert. Und das kann man noch weiter stärken, eben durch Ergotherapie, durch Logopädie, durch Physiotherapie. Dann ganz wichtig auch die Angehörigenschulung, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen. Es ist nun mal so, dass häufig die Angehörigen unter der Erkrankung mehr leiden als die Patienten selbst. Wir haben es ja auch erlebt. Patienten haben mit Alzheimer-Demenz haben oft kein ausgeprägtes Störungsbewusstsein. Aber für die Angehörigen ist es eine sehr belastende Situation. Und in solchen Selbsthilfegruppen können sie auch lernen, wie sie am besten mit den Patienten umgehen und somit auch Konflikte dann verhindern. Dann sozialmedizinische Maßnahmen, also frühzeitige Erstellung einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht, solange das eben noch möglich ist mit den Patienten. Die Fahrtauglichkeit muss mit dem behandelnden Arzt regelmäßig reevaluiert werden. Die Diagnose einer Demenz bedeutet nicht gleich Fahruntauglichkeit, aber im weiteren Verlauf der Erkrankung wird sie sicher irgendwann da sein. Und diesen Zeitpunkt darf man dann nicht verpassen. Ja, und dann, je nachdem der Schwere der Erkrankung, sollte man dran denken, einen Pflegegrad zu beantragen, auch eine Tagespflege in Anspruch nehmen. Das ist besonders wichtig auch zur Entlastung von Angehörigen oder die Unterstützung durch einen Pflegedienst suchen. Alle diese Maßnahmen haben zum Ziel, dass der Patient möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen kann, und zwar am besten in seiner eigenen bekannten häuslichen Umgebung. Ja, zum Schluss noch einige Bemerkungen zur vaskulären Demenz. Ich habe sie hier mal die große Schwester der Alzheimer-Demenz genannt, weil sie eben häufig auch gemeinsam mit der Alzheimer-Demenz auftritt. Ich möchte es noch mal auch an einem Fallbeispiel illustrieren. Frau C., eine 57-jährige Patientin, die wir behandelt haben aufgrund eines ersten epileptischen Anfalls, aber nach einem Schlaganfall lebte sie schon ein Jahr im Pflegeheim, das ist ein bisschen ungewöhnlich, mit 57 Jahren, und sie hatte eine Reihe von Zivilisationserkrankungen, sie hatte einen Bluthochdruck, sie hatte einen Diabetes mellitus, sie hatte Übergewicht, und Sie sehen da unten rechts eine Computertomographie von dem Gehirn von Frau C. Und alles, was da dunkel ist, das sind Durchblutungsstörungen. Sie sehen da einen Infarkt, Sie sehen da aber auch so flächige, dunkle Veränderungen. Das sind alles kleine Durchblutungsstörungen, die sich aufsummiert haben. Also keinesfalls ein gesundes Gehirn. Und ich habe Frau C. auch befragt und kleine Aufgaben mit ihr durchgeführt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Können Sie mir mal den Unterschied erklären zwischen einer Leiter und einer Treppe? Also, kann ich machen. Früher bin ich auf die Leiter gestiegen, was ich eben jetzt nicht mehr mache. Eine Treppe ist im vor allen Dingen, wir wohnen im zweiten Stock und da müssen wir hoch. Sagen Sie mir mal so viele Wörter mit F, wie Ihnen einfallen. Mit F? Jetzt haben Sie eine Minute Zeit. Flippo. Sagen Sie es nochmal. Flippo. Ah ja. Jetzt sagen Sie mal rückwärts, was ich vorwärts sage. 1, 7, 5. 1, 7, 5. Und jetzt rückwärts. 5, 1. Ja, was Ihnen vielleicht aufgefallen ist und auch im Vergleich zu unserem ersten Patienten ist, dass bei Frau C. oft es sehr lange dauert, bis sie eine Antwort gibt. Also das Leitsymptom der vaskulären Demenz ist auch die psychomotorische Verlangsamung. Weiter haben die Patienten häufig
Probleme beim Planen und Problemlösen. Das ist, denke ich, auch in dem Video deutlich geworden, sehr umständlich. Sie hat oft den Faden verloren, gar nicht mehr richtig gewusst, was ich eigentlich von ihr wollte und auch die kurze Handsequenz nicht hinbekommen. Häufig bei den Patienten eine Blasenstörung, eine Gangstörung, eine Blasenstörung in Form einer Dranginkontinenz, die Gangstörung in Form eines dysbasischen, breitbeinigen, haftenden Ganges. Patienten klagen oft über einen diffusen, unsystematischen Schwindel und leiden auch häufig an einer Depression und haben Restsymptome eben eines Schlaganfalls. Ja, letztlich ist die Gehirngesundheit im Alter eine einfache Rechnung. Auf der Habenseite haben wir die kognitive Reserve. Die können wir beeinflussen, indem wir geistig rege sind. Es muss jetzt nicht unbedingt Geigenspiel sein. Das ist auch, reicht auch, wenn wir im Alter mit den Enkeln Memory spielen. Wichtig ist, dass man eben geistig aktiv ist und nicht sich einfach nur passiv berieseln lässt. Und davon abgezogen wird die vaskuläre Hirnschädigung, die eben entsteht, wenn wir rauchen, wenn wir Übergewicht haben, uns ungesund ernähren, nicht bewegen, dann bekommen wir nämlich Diabetes und Bluthochdruck. Also auch das können wir beeinflussen. Dann haben wir die Alzheimer-Erkrankung, diese Ablagerung von dem Beta-Amyloid und den Tau-Proteinen. So nennt man diese vaskuläre Demenz und die Alzheimer-Demenz auch eine gemischte Demenz. Und bis heute können wir da den Verlauf noch nicht so richtig gut beeinflussen. Und was dann in dieser Rechnung übrig bleibt, ist eben die Hirnleistung im Alter. Und es ist jetzt klar, dass selbst wenn wir an Alzheimer erkranken, aber eine gute kognitive Reserve haben und eben gesund gelebt haben und keine wesentliche vaskuläre Hirnschädigung haben, dass dann eben die Alzheimer-Erkrankung später klinisch manifest wird und dann auch gutartiger verläuft. Ja, die gute Nachricht ist also, wir können tatsächlich was tun und die Prävention fängt schon im mittleren Lebensalter an, also heute und hier. Wichtig ist also eine geistige Betätigung, also eine optimale Einstellung der vaskulären Risikofaktoren, also dazu zählt der Blutdruck, Blutzucker, die Blutfettwerte, eine gesunde Ernährung, Nikotinverzicht und natürlich regelmäßiger, auch pulsrelevanter Ausdauersport. Dann können Sie verhindern, dass eben Ihr Gehirn aussieht wie das Gehirn da, was ich auf der rechten Seite zeige. Am UKL gibt es eine Demenzsprechstunde, die wird von mir geleitet. Und wenn bei Ihnen oder Angehörigen der Verdacht auf eine Demenz besteht, dann sollte als erstes die Vorstellung beim Hausarzt erfolgen. Der kann Sie dann zu uns weiter überweisen oder auch zu einem anderen Neurologen im Stadtgebiet. Wir kriegen auch zahlreiche Zuweisungen von anderen Gedächtnissprechstunden in Leipzig, gerade wenn eine Zweitmeinung gewünscht ist. Was bieten wir? Also natürlich die Abklärung bei Verdacht auf eine Demenz. Gegebenenfalls initiieren wir dann auch zusätzliche Diagnostik, die wir dann in einem kurzen stationären Aufenthalt durchführen. Wir beraten Sie gut, wir leiten gezielte Therapien ein und wir haben natürlich auch immer das Angebot der Teilnahme an Studien, wenn es wieder eine neue Entwicklung im Bereich der Alzheimer-Forschung gibt. Und die Überweisung, das sagte ich schon, kann erfolgen durch den Haus- oder durch den Facharzt. Was sollten Sie jetzt heute Abend nicht vergessen? Also, die Alzheimer-Demenz ist die häufigste Demenz. Das Risiko steigt im Alter. Das Leitsymptom ist die Langzeitgedächtnisstörung, also dass eben neue Fakten und Erlebnisse nicht mehr langfristig gespeichert werden können. Die Diagnosesicherung erfolgt über den Nachweis krankhafter Proteine im Liquor oder im PET. Bluttests können möglicherweise bald angeboten werden und würden dann auch ein Screening noch symptomfreier Personen ermöglichen. Die Infusionstherapie mit Aducanumab ist tatsächlich die erste zugelassene verlaufsmodifizierende Therapie. Jetzt die Zulassung in den USA erfolgt. Der klinische Nutzen, das müssen Sie aber wissen, ist noch unsicher. Und eben eine Kombination der Alzheimer-Demenz mit der vaskulären Demenz ist häufig. Man spricht hier von einer sogenannten gemischten Demenz. Und ganz wichtig, das ist deshalb auch der letzte Satz hier,
Die Prävention fängt im mittleren Lebensalter an und ist die wichtigste Maßnahme abseits aller Medikamente für ein gesundes Alter. Ja, und bei Verdacht auf eine Demenz stellen Sie sich bitte als erstes beim Hausarzt vor und die Überweisung erfolgt dann zum Beispiel in unsere Demenzsprechstunde. Ich möchte Ihnen noch einen Tipp geben. Es gibt einen sehr schönen Demenzwegweiser für Leipzig. Insbesondere sind da eine ganze Reihe praktischer Tipps eben für die Unterstützung und Entlastung auch Angehöriger im Alter drin zu finden. Das ist eine sehr hilfreiche Broschüre. Ich möchte enden mit meiner Frage: Alzheimer. Ist die Geißel des Alters nun behandelbar? Die Antwort von mir lautet vielleicht, aber ich bin sehr optimistisch. Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich jetzt über Ihre Fragen im Chat. Ja, vielen Dank, Frau Professor Sauer, für diesen wunderbaren und sehr interessanten Vortrag. Tatsächlich einige Fragen. Sie haben es angedeutet, man braucht viel Zeit für diese Patienten. Und ich habe es auch etwas rausgehört, viel Geduld. Hm. Welche Rolle spielt an der Stelle die Familie und vielleicht auch die Gesellschaft? Wir leben in einer Zeit, wo es sehr schnell geht, alles sehr rasch gehen muss. Entscheidungen heute, jetzt, sofort, möglichst vorhin schon die Lösung gehabt und jetzt kommt ein Mensch, der braucht unheimlich viel Zeit. Die Reaktionen sind verzögert. Ja. Wie geht eine Familie damit um, wenn sie merkt, dass es dort vielleicht nicht nur die Familie, wie geht die Gesellschaft damit um? Ja. Also unsere heutige Welt ist nicht geeignet für Demenzpatienten. Es fängt schon bei den Nachrichten an. Das sind viel zu viele Informationen in schneller Zeit. Das kann ein Patient mit Demenz gar nicht verarbeiten. Da sollte man sich auch was überlegen. Und Sie haben natürlich recht. Ein gutes familiäres Umfeld, was sich liebevoll und mit Ausdauer um die Patienten kümmert und dann auch dafür sorgen kann, dass die Patienten lange in ihrer häuslichen Umgebung zu Hause bleiben können, das ist für die Prognose ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ja, ja, dann wir brauchen uns auch in unserer Sprechstunde viel Zeit und nehmen uns auch die Zeit. Ja, ja, wunderbar. Ja. Genau. Ja. Dann gab es die Frage, Sie hatten es angedeutet, dass die Lebensweise im mittleren Alter etwas mit der Entwicklung möglicherweise, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem der gefäßbedingten Alzheimer-Erkrankung hat. Gibt es auch Überlegungen, dass die Alzheimer an sich auch etwas überhaupt mit Ernährung zu tun haben könnte? Ja, das ist eine gute Frage. Wir beobachten, dass eben die Alzheimer-Demenz und die vaskuläre Demenz häufig gemeinsam auftreten. Aber was genau der Link ist und wie sich die beiden Krankheiten gegenseitig bedingen, ist nicht restlos klar. Dass vielleicht einfach schlecht durchblutete Bereiche des Gehirns, dass sich da eher das Amyloid ablagert oder eben das Amyloid dann eher dazu führt, dass Durchblutungsstörungen entstehen, das ist nicht restlos geklärt. So muss das ein bisschen offen bleiben. Aber entscheidend ist, dass man eben nicht eine weitere Schädigung des Gehirns noch additiv zu der Alzheimer-Erkrankung hinzufügt. Also die Prognose eines Patienten, der nur eine Alzheimer-Erkrankung hat und sonst gesundes Gehirn hat, ist einfach viel besser. Ne? Ja, und dann vielleicht eine letzte Frage. Wann lässt man sich untersuchen, wenn jetzt also diese Tests möglicherweise in Zukunft billiger werden, mehr Menschen zugänglich werden. Jetzt sagen wir, 15% der Bevölkerung sind in etwa betroffen. Und müssen wir damit rechnen, dass man sich dann prophylaktisch untersuchen lässt, weil ich also ständig meinen Schlüssel vergesse oder vergesse, die Kinder abzuholen oder einfache Dinge auf Arbeit unerledigt bleiben oder auch zu Hause? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Bluttests sind jetzt noch nicht etabliert. Das sind tatsächlich Entwicklungen, die bisher nur in der Forschung Anwendung finden. Aber sie werden kommen. Und vorstellbar wäre einfach ein Szenario, am besten in einer großen Studie, und da gibt es auch schon Konzepte zu, dass man eben ganze Populationen, zum Beispiel alle Leipziger über 65, so einen Bluttest anbietet und dann die findet, wo man
vermutet, dass sie eine Alzheimer-Erkrankung haben kann und in diesen Fällen dann genauere Untersuchungen anschließt, wie eben die Liquor-Untersuchung, wie die PET-Untersuchung und dann eben die Möglichkeit hat, tatsächlich ganz früh mit der Therapie zu beginnen. Also das ist sicher auch ein Szenario, wo man die Hoffnung haben kann, dass diese Medikamente, gerade wie die Antikörpertherapien, dann auch besser wirken, wenn man eben ganz, ganz früh mit der Therapie beginnt. Wenn Sie schon merken, dass Sie Ihre Kinder nicht mehr abholen und könnte schon ein bisschen spät sein. Ja, hoffentlich nicht. Oder es ist die ganz normale Überlastung vielleicht eines Tages. Ja. Jetzt gibt es noch die eine oder andere Frage im Chat. Die würde Frau Professor Sauer im Chat direkt beantworten. Mhm. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass Sie heute zu Gast waren. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen am 3.11. Bei Medizin für Jedermann, das UKL vom Weißen Haus zur Hightech-Medizin. Ich kann Ihnen versprechen, ein ganz toller Vortrag über Leipzig, auch Bilder und Filmsequenzen, die Sie so noch nicht gesehen haben. Also wenn Sie Freunde und Verwandte einladen wollen, sind Sie herzlich hier willkommen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Kommen heute. Auf Wiedersehen.